Willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fußballfans. Ich darf Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Dänemark gegen England. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Hier ist die Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Andreas Christensen spielt mit Simon Kjær in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und vorne sehen wir bei Ihnen zu Beginn der Partie heute einen Zwei-Mann-Sturm. Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft. Im Tor ist Jordan Pickford. John Stones spielt mit Harry Maguire in der Abwehr. Jordan Henderson steht mit Jude Bellingham im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Der erste Spielabschnitt kann beginnen. Anstoß England. Walker. Saka. Und damit ist der Ball weg. Das gibt Vorteil für England. Kane. Jetzt in der Anspielstation. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Harry Kane. Nørgaard. Die Fans wollen den Abschluss. England jetzt mit dem Ballverlust. Vielversprechender Vorstoß. Pass kommt gut. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Nummer 7. Højbjerg. Die Dänen machen Druck. Da geht er vorbei. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist das ein Tor.
Grealish. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Grealish, ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da sind Mitspieler frei. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Ein Pass mit viel Auge. Grealish. Riesenchance. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Eriksen, Riesenchance. Er geht dazwischen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Alexander Barr. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Der Ball rollt wieder, ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Ah, Notbremse. Ich glaube, das könnte rot geben. Nee, rote Karte, sonst wäre sie durch gewesen. Das war sie, die klassische Notbremse. Und logische Konsequenz ist natürlich dieser Platzverweis. Da ist aus meiner Sicht keine andere Entscheidung möglich. Sie wechseln aus. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. Harry Kane. Saka. Ah, oh, da geht er vorbei. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen aus der Entfernung. Eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Sie wechseln. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da das Zuspiel auf Harry Kane.
Er schlägt den Ball raus. Sie haben den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, viel Platz jetzt. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Jetzt wird hier gewechselt. Parade, aber dann geht die Szene weiter. Oh, ein Eigentor. Da der Pech, Eigentor. Ah, und das sieht natürlich immer unglücklich aus. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. James. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Grealish. Da ist der Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Die Engländer im Angriff. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Vielleicht die Konterchance. Das könnte was werden. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Steilpass, gefährlich. Kane. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Jetzt wird es Ecke geben. Es gibt einen Wechsel. Da kommt die Ecke. Den Ball hat er. Jetzt können sie kontern. Braithwaite. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Da ist die Chance. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich. Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Jetzt also. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.